Und wir machen weiter mit unserem Sprint zur 100. Folge. Wir machen einfach wieder drei neue Siebener auf und hoffen, dass was geht. 14, 42, 14. Okay. Drei, vier. Easy Defend auf den Minrays. Er bettet jetzt hier nicht, wir werden es hier mal als Bluff versuchen mit 3-4 hoch und dem Gutshot. 10-6 Suited muss man da nicht unbedingt open raisen. Nice, und wir hitten den River. Okay, hier, Jack 10 suited wollen wir auf jeden Fall defenden, auch out of position. Ah, 60 müssen wir nicht machen, reicht auch 45 oder so. Wir kommen jetzt auch den Snap reshuffle. Das ist immer so eine Frage, hier kommt es halt komplett auf den Gegner drauf an. Wir haben noch gar nie gegen ihn gespielt. Schwer. Ass 9, Ass 10 würde ich, ja, ich call auch Ass 9. Komm, YOLO. Ah, das ist Ass 10. Es ist, und er kriegt direkt die 10. Oh, Mansen, das ist mal wieder typisch. Das ist halt aber auch genauso die Grenze, wo es halt, wo man immer so callen oder nicht callen. Das ist hier die Frage. Und bei uns war es halt callen. Hier kann man eigentlich fast schon die 9 auf Folden. Gut, der bettet jetzt nicht nochmal, weil wenig Gegner fangen da auf, Ace King High an zu bluffen. Ich denke, dass er halt schon oftmals einen King haben wird. Aber es gibt halt auch noch so Sachen wie Queen Jack, Jack 10, Flush Draws und so weiter. Ja, Queen 10. Aber nicht alle Leute bluffen das eben. Ha, vorher hat er geschippt und jetzt callt er nur und dann kommt wieder so ein Assi-Flop. Assi-Flop in dem Sinne, weil er unglaublich wet, also nass ist und somit viele, viele Hände trifft aus der Defending Range. Auch noch King High ist, was in dem Fall für ihn auch nicht so schlecht ist. Und ja. Ja, und jetzt hit man River den Check und betten da hat man. Und oben haben wir so ein bisschen sogar ein Comeback gemacht. Und hier Ace Jack natürlich auch easy. Easy. Hit am River. Bam. Schade. Schade. Kein Ace auf dem River. Aber wir bekommen saugute Hände hier in dem 42er. Und er limpt hier mit Ace Queen. What the fuck? Und hier kann man natürlich Ass 5 suited, wenn er hier shippt mit der Stack Size. Ah, ist King High vielleicht sogar gut? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, wenn einer noch callt sogar.
Okay, machen wir nice auf. Die Hoffnungen liegen ganz auf diesem 42er hier. Ich glaube, hier müssen wir beide. Oh, er shippt so schnell, aber King 9 Suited, das ist halt einfach so strong. Ich glaube nicht, dass wir das folden können. Die Equity. Jack. Ach, und Ace Jack und direktes Ace. Das ist so ärgerlich, Mann, weil du siehst nicht so schlecht aus mit King 9 Suited gegen Ace Jack off, aber ja, da sind die Chips wieder weg. Ich denke, wir müssen es equity-wise müssen wir scrollen, das können wir nicht folgen. Und er war jetzt auch nicht so super tight. Das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er hier geschippt hat. 25% der Fälle. Aber ja, ärgerlich. Ja, und da ist der Dream over. So schnell geht's in einem 42er. Das ist einfach. Es wäre so cool, mal wieder so eine Session, wo es einfach mal wieder so und diesen Ding, den wir jetzt da ewig runtergegangen sind, auch mal wieder so hoch geht. Und da dazu braucht man halt die 42er, also die 10-fach und so weiter. Und ja, wir können halt gerade immer nur die 14er gewinnen und manchmal halt noch ein 28er. Und das seit sehr, sehr vielen Händen, also seit über 100 Spins. Und es zerrt natürlich an den Nerven. Zehren. Aber ja, so läuft's. Das sind die Spins. Das sind die Spins, sage ich mal. Ähnlich wie vorher, aber diesmal kommen auch wieder. Diesmal da 7. Da kommt der Turn. Oh Mann. Ah, hier Open Range. Ja, doch passt. Hätte ich zwar shippen können, aber. Auch da direktes Set, schade. Haben wir da gleich Fizz Chips. Und Ace High da oben ist gut genug. Ja, das ist halt, jetzt zeigt er mir einen Check oder so, aber ich muss halt callen, es kann es auch mit. Aber es ist halt sehr, sehr oft ein Check. Wobei sie es eigentlich nicht machen sollten. Aber es ist eine 6. What the. Aber wir müssen natürlich, also da all day long callen, aber. Random Typ. Da zieht er sich noch Zähne aus dem Popo. Hier werde ich. Oh, interessant. Aber hier werde ich, glaube ich, Bet callen. Was? Okay, da bin ich richtig, richtig krass tot. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Stacks müssten ein bisschen shorter sein, damit ich da gut Bet callen kann. Was waren das? 10 BB.
Das Ding ist, es gibt halt unfassbar viele Gadgets und Bullshit, das er da reinballern kann. Aber die Frage ist, ob er es macht. Und selbst mit diesen hat er einigermaßen Equity gegen meine Hand. Deswegen war der Call da, glaube ich, nicht gut. Jetzt unabhängig davon, dass er mir jetzt Ass-7 gezeigt hat, was das Schlimmste war, was passieren konnte, weil ich da nicht mal das Ass als Out habe. Yay, mal direkt das Ace gehittet. Ah, ja, das ist close, damit sie macht. Und Split Pot. It's that easy. It's that easy. König 7 Kalmer hier. Aber wir hitten sogar. Aber der Flop war ganz nice für ihn eigentlich. Hat er Pech gehabt. On. Sieben. Erst zieht er sich mit Ass 8 gegen, keine Ahnung, was war mit dem 30% den Split Pot und dann halt den Sieg auch noch. Das. Vielleicht machen wir ja ein Comeback. C, Comeback. Lol. Jetzt komm. Ja, nö, bei uns gibt es sowas nicht wie Split Putts. Okay, ja, wir sind schon bei 14 Minuten. Machen wir mal kein Neues auf. Konzentrieren wir uns auf die zwei, die wir noch übrig haben. Und starten dafür gleich danach die nächste Folge. Machen wir es mal wieder so, dass wir einfach die letzten zwei gewinnen. Das ist so voll oft halt, dass er das, was übrig ist, das ist meistens auch das, wo man dann noch einen Stack hat. Und da biegt man meistens die Sessions noch hoch. Ist ja auch bei Turnieren so. Also ist ja von der Varianz her ähnlich. Oder verhält sich ähnlich. Bei Turnieren ist es so, man spielt halt eine 8-Stunden-Session und 6 Stunden ist man halt down und dann geht's so langsam halt los. Hier wird er nicht mehr folgen. König 2 geht auch rein, Achter geht auch rein.
Ass-6 geht auch rein. Ist gerade alles ohne großartige Entscheidung. Ja, ein Hit-Trap. Deswegen, go. Komm. Na, nee. Wann auch? Ja, aber das ist halt einfach ein Setup gewesen da gerade. Keine Ahnung. Mit Szenen. Nice. So, Comeback is real. Queen 4 kann man natürlich. Schade. Dann wird das mal wieder eine Down-Session wahrscheinlich. Guck mal kurz. Wir waren bei 127, glaube ich, oder so. Ne, 123. 123. Okay. Sind noch bei 95. Ja, und wir hatten dann 42 an der Session. Eigentlich hatten wir alles, was wir brauchen. Wir konnten es nur nicht holen. Ach komm. Denk doch nicht immer so. So ist wahrscheinlich vorne. Ah, ne. Doch. ja, haben wir das auch noch verloren, schade. Insgesamt, also wir sind jetzt bei, ne, bei, doch bei 95, beziehungsweise bei 142. Ja, wieder ein bisschen down, aber kein Problem. Das ist, sind normale Swings da. Solange es generell jetzt, die generelle Tendenz jetzt wieder so ein bisschen abgeht, bin ich echt sehr zufrieden. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.